Fünf spirituelle Zeichen, dass sich dein Leben drastisch verändern wird. Bereits im Absprung? Unser Leben findet in Zyklen oder Phasen statt. Alle 7 Jahre in etwa verändern wir uns und das sogar bis auf Zellebene. Auch wenn das nicht mit mathematischer Präzision zu sehen ist, so können dennoch die meisten Menschen auf diese Art von Wellenbewegung zurückblicken. Manchmal fürchten wir die Veränderung, manchmal könnte es uns mit einem innovativen Neustart gar nicht schnell genug gehen. Gelegentlich nehmen wir auch das Ruder selbst in die Hand und versuchen, den Absprung aus dem Hamsterrad oder die Flucht aus dem Routinegefängnis zu erzwingen. Doch wer alte Zöpfe abschneiden will, braucht viel Geduld und Vertrauen in das Schicksal. Dieses kündigt Veränderungen erfreulicherweise an. Wann immer es uns auf den nächsten Level katapultieren will, kannst du dieses himmlische Upgrade unter anderem an diesen Zeichen erkennen. Nummer 1. Synchronizitäten, soweit das Auge reicht. Eine der beliebtesten Möglichkeiten, die sich das Universum für das Ankündigen großer Neuigkeiten zunutze macht, sind Synchronizitäten. Diese Ereignisketten nennen weniger spirituelle Menschen Zufall. Sie scheinen auf den ersten Blick auch gar nichts miteinander zu tun oder Einfluss auf unser derzeitiges Leben zu haben. Doch warte ab. Der Zusammenhang wird sich dir bald erschließen. Wenn du heute beispielsweise einen alten Schulfreund wieder triffst, der dich unbedingt für sein Start-up gewinnen möchte, kann das ein nettes Intermezzo sein. In wenigen Wochen aber, wenn berufliche Neuorientierung für dich plötzlich Thema ist, bist du dieser Begegnung mehr als nur dankbar und dem augenscheinlichen Zufall, der euch nach all den Jahren wieder zusammengeführt hat, erst recht. Oder du ergatterst den letzten Platz in einem Seminar oder Workshop zu einem Thema, das dich immer schon irgendwie fasziniert oder berührt hat. Du weißt nicht, wozu dieser Glücksfall gut sein könnte, bis sich dir auch hinter dieser Fügung der Sinn oder die langfristige Systematik erschließen. Den Zufall gibt es nicht. Alles im Leben hat seinen Grund und unterliegt einer höheren Ordnung. Nummer 2. Deine Gefühle sind außer Rand und Band. Unsere Intuition erkennt früher als unser Bewusstsein, wann eine Veränderung am Horizont auftaucht. Sie alarmiert dann unsere Emotionen, die in der Folge alle Stücke spielen. Wir haben Angst, sind freudig erregt, verfallen in Panik und sind auch wütend auf die Umstände, die hierzu geführt haben. Das gesamte Gefühlsspektrum ruft uns zeitgleich auf den Plan, um auf die bevorstehenden Veränderungen in aller Deutlichkeit hinzuweisen. Wahrscheinlich quält dich auch Schlaflosigkeit und du wirst von einer ständigen inneren Unruhe getrieben. Doch keine Sorge, die Freude wird schon bald überwiegen. Nummer 3. Der entscheidende Schritt aus der Komfortzone fällt dir plötzlich leicht. Das Unschöne an Veränderungen ist die Tatsache, dass sie uns aus unserer Wohlfühlzone herauszwingen. Sie kennen diesbezüglich kein Erbarmen und sind unerbittlich, was das Verlassen unseres gemütlichen und überschaubaren Aktionsradius betrifft. Das Schicksal schwört uns daher manchmal prophylaktisch darauf ein, indem es die Lust auf Neues in uns weckt. Es rüttelt unseren tief schlafenden Pioniergeist wach, lässt uns neugierig werden und schickt die Abenteurer in uns an den Start. Selbst wenn du eigentlich ein typischer Couch-Potato bist, wirst du dich diesem Mechanismus nicht entziehen können. Warte nur ab, sobald du aus eigenem Antrieb Neuland entdecken möchtest, fügt sich der Rest dieses spannenden und nie dagewesenen Unterfangens ganz wie von selbst. Nummer 4. Du fühlst dich verloren. Die meisten Menschen finden ihren Weg durchs Leben irgendwann. Sie schaffen sich privat und beruflich Bahnen, innerhalb derer ihre Tage friedvoll und manchmal vielleicht auch ein wenig turbulent verlaufen. Zwischen Hamsterrad und Routine bleibt oft gar keine Zeit zum Nachdenken, ob man den eigenen Zielen eigentlich treu geblieben ist. Anders läuft es bei uns, wenn das Universum Innovationen für uns geplant hat, die wir uns nur noch nicht vorstellen können. Es ändert nämlich unser Mindset, damit wir empfänglich und
offen dafür werden. Auch hier werden wir regelrecht zu unserem Glück gezwungen, indem unser aktuelles Leben aus den Fugen gerät und alles, was uns bislang bei der Stange gehalten hat, uninteressant und obsolet wird. Ziellosigkeit und das Gefühl, zwischen allen Stühlen zu sitzen und dennoch keinen Platz zu finden, ergreifen dann von uns Besitz. Wir stellen fest, dass wir uns aus den Augen verloren und für die falschen Ziele gekämpft haben. Nummer 5. Alles, was dir missfallen hat, ist unerträglich geworden. Das deutlichste und schmerzhafteste Omen im Hinblick auf bevorstehende drastische Veränderungen ist die Ausweglosigkeit. Dein aktuelles Leben oder deine berufliche oder private Situation werden im wahrsten Sinne des Wortes unerträglich für dich. Es tut fast körperlich weh, du selbst zu sein. Jeder Tag verlangt dir Unermessliches an Selbstüberwindung und Selbstbeherrschung ab. Du klammerst dich an jeden Strohhalm, der dir hilft, deinen Alltag zu überstehen. Alles, was dir immer schon ein Dorn im Auge war, hat sich nun zu einem alles verschlingenden Elend entwickelt, das dich körperlich, emotional und seelisch an deine Grenzen bringt. Das Universum zeigt dir so in aller Deutlichkeit auf, dass du an deinem persönlichen Tiefpunkt angelangt bist. Es gibt hier nichts mehr zu beschönigen oder zu verhandeln. Wenn du jetzt den Absprung nicht wagst, wird dein Leben dich umbringen, über kurz oder lang. Und das nicht nur im metamorphischen Sinne. Unser heutiges Fazit: Veränderung ist dein Freund und nicht dein Feind. Sie ist unbequem, unsicher und unberechenbar. Die schmeichelhaften Attribute für die Veränderung müssen die meisten Menschen lange suchen. Doch auf den zweiten Blick erkennen wir, sie ist es auch, die uns wachsen und unser Potenzial erforschen lässt und uns zur besten Version von uns selbst macht. Außerdem ist der Wandel das einzige im Leben neben dem Tod, das sicher ist. Nichts bleibt ewig gleich und je eher wir uns mit dieser Wahrheit anfreunden, anstatt sie zu bekämpfen, desto eher profitieren wir von ihr. Vertraue dem Universum, wenn es dir Neuigkeiten ankündigt. Sei offen für den Gedanken, dass man es im Himmel oder im Kosmos ausschließlich gut mit dir meint. Dann wird auch alles gut. Du wirst sehen. Doch bevor das Leben sich zum Besseren wenden kann, muss es erst seinen vorübergehenden Tiefpunkt ansteuern. Jemand oder etwas wird dafür sorgen, dass dein Haus in Trümmern liegt, bevor du dein Schloss bauen kannst. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.